Das Werk Birr der Braun Boveri AG. Produktionsstätte von rotierenden elektrischen Maschinen und großen Teilen von Dampfturbinen. Über die Herstellung von Turbogeneratoren berichtet dieser Film. Großzügig konzipierte Fabrikationsstätten sind Voraussetzung. Diese Bearbeitungs- und Montagehalle zum Beispiel ist 36 Meter breit und 330 Meter lang. Das Blechpaket für einen Turbogenerator. Seine Herstellung erfordert besondere Sorgfalt. Das Entgraten und Einlegen der Bleche geschieht deshalb einzeln und in Handarbeit, denn die geforderte Qualität ist vorläufig maschinell nicht erreichbar. Die locker in eine Stapelvorrichtung eingelegten Bleche werden durch provisorische Blechkeile zentriert. 260.000 Blechsegmente für die Montage eines 722 MVA-Generators ergeben ein Gewicht von 170 Tonnen. Ein weiteres Element, der innere Rahmen für das Blechpaket. Zusammen mit den definitiven Blechkeilen hält er nach dem Überstülpen und Verschweißen die gestapelten Bleche. Nächster Schritt, das Aufsetzen der Pressplatte. Eine Pressvorrichtung erzeugt den notwendigen Druck, um das Verschrauben mit den Keilträgern zu ermöglichen. Durch Verschweißen dieser Keilträger mit dem Blechrahmen wird das Blechpaket zu einer transportierbaren Einheit. Derart große Einheiten mit entsprechend hohen Luftspaltinduktionen bedingen einen elastischen Einbau des Blechpakets in das Gehäuse des Stators. Dies erreicht man durch Montage von Stahlfederblättern, axial gesehen an den beiden Enden des Blechrahmens, radial an drei Punkten am Umfang. Diese Stahlfedern halten schädliche Vibrationen vom Fundament fern. Zusammenbau des Gehäuses mit dem Blechpaket. Ausrichten und Zentrieren des Gehäusemittelteils um den Blechrahmen herum. Überschieben der Gehäuseenden und verbinden mit dem Mittelteil. Verschrauben und Verstiften der frei gebliebenen Federblattenden mit dem Blechrahmen. Soweit der Stator. Nun zum rotierenden Teil. Der fertige Rotor wird in der Schleuderanlage ausgewuchtet und mit Überdrehzahl geschleudert. Modernste Anzeigegeräte registrieren die auftretende Unwucht in einem separaten Steuerraum. Auswuchten an verschiedenen Ebenen der gesamten Rotorlänge, besonders am Aktivteil und am Ventilatorsitz. Nach Beseitigung der Unwucht wird der Rotor mit 20% Überdrehzahl geschleudert. Zweipolige Rotoren werden vornehmlich aus einem einzigen Schmiedestück hergestellt.
Der Außendurchmesser des Stators dieses zweipoligen Generators unterscheidet sich kaum von den vierpoligen Maschinen doppelter Leistung. Er ist gegeben durch die Transportabmessungen. Sie bilden zusammen mit dem Transportgewicht ein wichtiges Kriterium bei der Konzeption von Großturbogeneratoren. Am auffälligsten unterscheiden sich die Abmessungen der Rotoren voneinander. Für die Herstellung derartig großer Generatoren braucht es entsprechende Bearbeitungsmaschinen, zum Beispiel Karussell, Bohrwerk und Spitzendrehbank. Diese Fräsmaschine wurde eigens für das Fräsen von Rotornuten gebaut. Sie ist in der Lage, Rotoren bis zu 300 Tonnen Gewicht in sehr kurzen Zeiten zu bearbeiten. Nicht aus einem Schmiedestück, sondern aus drei einzelnen Ballen zusammengesetzt, ist dieser 200 Tonnen schwere Rotor. Eine besondere Braun-Boveri-Technik. Die Einzelteile des Rotors werden folgendermaßen zusammengebaut. Der zentrale Bolzen wird in vertikaler Lage durch Aufheizen des Mittelballens eingeschrumpft. Die beiden Endballen werden dann in horizontaler Lage über die herausragenden Bolzenenden geschoben. Werden die als Muttern ausgebildeten Wellenenden bis zum festen Anschlag auf das Gewinde des Bolzens geschraubt. Weiter drehen. Weiter. Nach Montage der Anschlussrohre erfolgt das Aufheizen dieses Bolzens. Er dehnt sich unter der Wärmeeinwirkung des Dampfes in Längsrichtung aus. Jetzt können die beiden Wellenenden um ein vorausberechnetes Maß nachgezogen werden. Die Schrumpfkraft, die durch das Abkühlen des Bolzens entsteht, verfestigt den Rotor so, dass er sich im Lauf wie ein Monoblock verhält. Das Statorblechpaket eines vierpoligen Generators hat ein wesentlich günstigeres Schwingungsverhalten als dasjenige eines zweipoligen Generators. Dadurch kann das Blechpaket fest in das Statorgehäuse gestapelt werden. Die Qualität der Isolation des Blechpaketes ist entscheidend für die Sicherheit der Maschine im Betrieb. Deshalb wird im Lauf der Fabrikation mehrmals eine Induktionsprüfung durchgeführt. Erst dann erfolgt das Einlegen der Stäbe der Statorwicklung. Auch die Statorstäbe unterliegen einem umfangreichen Prüfprogramm. Beispielsweise wird jeder einzelne Teilleiter mittels einer automatischen Prüfvorrichtung auf seine Isolierfestigkeit gegenüber allen übrigen Teilleitern untersucht. Flüssigkeitsgekühlte Statorwicklungen erfordern sehr strenge Durchfluss-, Druck- und Dichtigkeitsprüfungen an den Hohlleitern. Die immer größer werdenden Maschineneinheiten erfordern einen großen Aufwand an Entwicklungsarbeit. Prüfen der Ventilatoren im Modell und in Originalgröße im Laboratorium.
Erprobung neuer Wasserstoffwellendichtungen im Dauerversuch auf ihre Betriebstüchtigkeit. Großgeneratoren erfordern einen hohen Erregerstrom. Dieser muss auf den Rotor übertragen werden. Dazu dienen in der Regel Kohlebürsten. Ihre Eigenschaften müssen durch spezielle Einzelversuche ermittelt werden. Außerdem erfolgt ihre weitere Erprobung durch einen Versuch mit einem Originalschleifringsatz. Solche Laboratorien bilden auch die Voraussetzung für die Beschreitung neuer Wege in der Technik. Die ständig zunehmenden Leistungen der Generatoren mit ihrer wachsenden Verlustdichte verlangen wirksamere Kühlmittel. Um die gleiche Wärmemenge abzuführen, benötigt man 4000 Volumeneinheiten Luft, 800 bei Wasserstoff, aber nur eine Volumeneinheit Wasser. Deshalb wählte man Wasser. In Bavona laufen seit Jahren Braun-Boveri-Wasserkraftgeneratoren mit Wasserkühlung im Stator und Rotor. Auch die Statorwicklung der Turbogeneratoren kühlt man seit langem mit Wasser. Dank dieser Erfahrungen entwickelte man nun mit dieser Kühlungsart Turbogeneratoren, bei denen sämtliche verlustbehafteten Teile direkt mit Wasser gekühlt werden. Schematisch gesehen verteilt sich das Kühlwasser von der Pumpe ausgehend in die Statorwicklung, Ableitung und Klemmen, in das Blechpaket und die Pressplatten, in die Verschalungsteile rund um den Stirnraum und in das Klemmengehäuse, in den Luftspaltzylinder, der zur Trennung von Rotor- und Statorraum dient, durch den Wasserbock in den Rotor. Das Kühlwasser durchströmt dabei das innere Zentrumsrohr und gelangt in die Kaltwasserkammern. Verteilt sich hier durch die isolierenden Verbindungen in die Rotorwicklung, wird in dieser erwärmt und sammelt sich in den Warmwasserkammern. Strömt zurück in das äußere Zentrumsrohr, wird im Wasserbock aufgefangen und verlässt in Richtung Pumpe den Rotor. Der flexible Verbindungsschlauch, der die Wasserkammer mit der Rotorwicklung hydraulisch verbindet, muss ca. 200 Atmosphären Druck aushalten. Nach Einbau der Schläuche in die Wicklung werden sie mit mehr als zweifachem Betriebsdruck abgepresst. Aufsetzen der Wasserkammer und Abdichtung der Schläuche. Rohrstutzen verbinden die Zentralzuführungsrohre mit der Wasserkammer. Anpassen und Verschrauben des Schleifringwellenendes mit der hydraulischen, elektrischen und mechanischen Kupplung. Damit ist der Rotor zusammengebaut und bereit für den Einbau in den Stator. Der Luftspaltzylinder trennt den Stator vom Rotorraum, der zur Herabsetzung der Rotorluftreibungsverluste in Atmosphärenunterdruck gesetzt werden kann. Dieser Rotor, der in den Luftspaltzylinder eingefahren wird, ist für einen vollständig wassergekühlten Generator von 330 MVA bei 3000 Umdrehungen pro Minute für die Zentrale Skærbæk in Dänemark bestimmt. Der Probelauf im Werk gibt nicht nur dem Ingenieur die Möglichkeit, die vorausberechneten Werte zu kontrollieren, sondern auch dem Kunden die Gewähr für die von ihm verlangten Maschinencharakteristiken. Hierfür ist ein großer Aufwand an Personal, Messeinrichtungen und Computern erforderlich. Groß ist aber auch der Aufwand für den Transport. Da Bahnprofil und Achslast vorgeschrieben sind, bleibt es der Erfindungskraft des Ingenieurs überlassen, die immer größer werdenden Einheiten transportierbar zu gestalten, wobei skurrile Vehikel entstehen können.
wie zum Beispiel die sogenannten Schnabelwagen, Spezialfahrzeuge für technische Ungetüme, die eine Reise tun. Riesen aus Birr, Riesen im Dienste der Stromerzeugung. Selber aber fahren sie mit Dampf, in aller Herren Länder, um Energieprobleme zu lösen und um zu beweisen, Braun Boveri, dienstbare technische Präsenz in aller Welt.